Hallo Freunde und herzlich willkommen hier bei Levis K1210. Ja, ich begrüße euch zu einem Vlog. Ich bin jetzt zurück von der Gamescom und war gestern sehr anstrengend, Freunde. 25 Grad, sehr schön Sonne, aber trotzdem in den Hallen war es stickig und ziemlich voll. Also die Rolltreppen, die gingen hoch und runter. Voll, Freunde. Aber von vorne, Freunde, morgens bin ich dann losgefahren und danke an Dortmunder und Schalker Junge. Die haben sich ein Fünfer-Ticket geholt und gesagt, okay, du kannst mitfahren. Ja, sind nur zwei Leute. Perfekt, Dankeschön nochmal an euch. Ja, und dann bin ich halt von Hagen nach Köln gefahren. War ziemlich voll der Zug, also die Eingänge der Züge. Boah, Leute, ich dachte, ich komme nicht mehr rein. Da bin ich ganz nach vorne gerannt und habe noch unglaublich noch einen Platz gab es da, habe ich mich hingesetzt. Das war so super cool, Freunde. Oh, richtig nice. Ja, und danach kam ich, wie gesagt, auf die Gamescom, beziehungsweise erstmal bin ich shoppen gefahren, habe mir ein paar Sachen geholt, ein paar Games, die werdet ihr in einem Video sehen, extra Video. Bin dann zum Mediamarkt und Saturn und habe da erstmal schön geshoppt, richtig eingekauft, Freunde. Und dann bin ich dann zur Gamescom, ungefähr um 12 Uhr war ich dort. Und ja, als Normalticketbesitzer ist man benachteiligt auf der Gamescom. Leider war es vorher nicht so. Also am Anfang kann ich mich erinnern, dass man direkt hin rein konnte, einfach Treppe hoch und dann bist du drin. Aber jetzt kann diese Treppe nur Familienticketbesitzer und irgendwelche VIP-Ticketbesitzer, die man dann extra kaufen muss, nutzen. Ansonsten musste man als normaler Besucher um die Halle rum, ja, um die Halle rum, nochmal dahin, dahin, dahin. Halbe Stunde hat das gedauert, Freunde, bis ich auf der Gamescom war. Und dann in Halle 11, wo nichts los ist. Du musstest erstmal die Halle suchen, Halle 6 bis 9, wo halt die Party abgeht. Und da musst du auch nochmal ein bisschen laufen, da bis dahin, Freunde. Also, das war heftig. Früher als. Ich kann mich erinnern an die erste Gamescom-Zeit. Einfach Treppe hoch rein und dann bist du, nach einer kurzen Zeit bist du direkt im Rambazamba. Aber hier, Freunde, das war heftig. Ja, dann habe ich die Hallen gefunden, letztendlich. Und dann war es schon um 1 Uhr. ja, gezockt habe ich eigentlich wenig. Ja, Sega habe ich gezockt. Den Mini Sega Mega Drive. Da gab es ein T-Shirt, richtig nice, ein richtig schönes T-Shirt, werdet ihr auch in dem Extra-Video sehen. Und dann habe ich noch gezockt Grids, das war cool, weil ich musste nicht lange warten, weil die, entweder man konnte mit Lenkrad zocken, das war eine lange Schlange, und die von Grids fragte so, ja, bist du mit Lenkrad oder mit Controller? Mit Controller dauert nicht so lange. Ich sag, okay, mit Controller. Und dann war ich zack schon am Zocken, Freunde. Grid ist richtig geil, macht richtig Bock. Also das ist auf jeden Fall ein Spiel, was ich mir auf jeden Fall vormerke. Was habe ich noch gezockt, Freunde? Ace of Empire 2. Am PC hat auch nicht so lange gedauert. Da gab es einen schönen Pin. Richtig edel, Freunde, werdet ihr ja auch in dem Video sehen. Eigentlich habe ich nicht so viele Goodies geholt, weil ja, du musstest dich halt ganz vorne hinstellen und das war richtig heftig voll. Zum Beispiel 2K, ja, die haben richtig viel, viel rausgehauen. So zack, zack, so haben sie gegriffen und dann einfach in die Menge. Minutenlang T-Shirts rein, T-Shirts rein und T-Shirts fliegen einfach nicht nach hinten. Bevor ich das gesehen habe, ja. War zu spät, ne? Haben sich andere das gegriffen, die vorne waren. Und also 2K hat richtig viel rausgehauen, muss ich sagen. Also falls ihr eine 2K-Show macht,
Dagegen ist zum Beispiel Ubisoft, habe ich eine Show gesehen, da war auch Vio, ihr kennt Vio vom Fernsehen, die hat so eine Show gemacht und dann gab es T-Shirts, vielleicht ein paar, ja, ein paar und dann war es das auch schon. Also Ubisoft, bitte mehr beim nächsten Mal. Die Goodies waren wirklich wenig. Sorry, aber ist so. Also wenn ich da 2K sehe, die haufenweise T-Shirts raushauen und dann Ubisoft mit 5, 6 Stück war das oder keine Ahnung. Das war, naja, gut. Dann habe ich natürlich Call of Duty gesucht. Ich weiß nicht, wo das war. Ob das Halle 10 war. Halle 10 habe ich nicht besucht. Ich habe Call of Duty nicht gefunden, leider. Schade. Ansonsten gab es das neue Need for Speed zum Anzocken. Need for Speed Heat. Und Need for Speed Heat, da habe ich mich angestellt und dann nach einer halben Stunde kam ich an ein Schild, ja, von hier ab noch 2 Stunden. Obwohl da vielleicht, keine Ahnung, 100 Anspielstationen waren, dachte ich, das geht schnell, aber von wegen Pustekuchen, es geht nicht schnell, weil die haben auch eine Fastlane, ja. Diese Fastlane werden auch bevorzugt, denke ich mal. Und das ging so langsam und es war so voll. Ich habe echt keinen Bock mehr gehabt. Normalerweise würde ich anstehen an Need for Speed, aber ne. Da war Grid viel, viel besser. Ja, ansonsten, Freunde, was habe ich noch? Ja, so viel habe ich nicht gezockt, muss ich sagen. Und das war. Ich war schon froh, dass ich überhaupt ohne dass mir die Puste ausging, ein bisschen laufen konnte, ohne Pause zu machen. Naja, Pause habe ich gemacht, ab und zu und dann wieder gelaufen. Das war schon heftig, Freunde. Ansonsten war ich froh, dass ich meine Cousine, Yasemin, die hat mich dann, die wollte eh hier zu ihr, hierhin und dann hat sie gesagt, ach, fahren wir dann zusammen zurück. Dann bin ich dann zurückgefahren, weil das war super. Denn der Zug von Köln nach Hagen ist auf jeden Fall wieder proppenvoll gewesen. Kann ich mir vorstellen, wie jedes Jahr. Und das 1 Stunde Warten in Hagen hätten auch auf mich gewartet. Und dann den Bus zu erreichen, der, wenn du da ankommst, losfährt, weil normalerweise immer Verspätung ist der Zug und dann erreichst du den Zug nicht, dann musst du jemanden anrufen, dass der dich abholt und so. Das war schon cool, dass sie mich dann mitgenommen hat. Danke nochmal an sie. Und ja, das war so meine Gamescom. Freunde, ihr könnt mir gerne unter den Kommentaren schreiben, was ihr auf der Gamescom erlebt habt. Ich sag bis demnächst. Bye bye.